So, guten Morgen. Jetzt sieht man auch noch mal ein bisschen was vom Sonnenaufgang. Auch wenn man nur Licht sieht, aber ja. Ach, so schön. Und der Fluss, der ist einfach gefroren. Guck dich das mal an, der bewegt sich nicht mehr. WTF? Der bewegt sich einfach nicht mehr. Der ist einfach gefroren. Wie geht denn das? Gestern Nacht war der noch am Fließen und jetzt auf einmal ist er gefroren. Hä? Ist es so kalt hier? Ich meine, es ist kalt hier, ja. Aber so kalt? Das ist ja krank. Aber taucht er jetzt im Laufe des Tages noch auf oder wie läuft es? Muss ich jetzt mal drauf achten. Ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob das da auch so war. Naja. Also ich bleibe jetzt aber noch ein bisschen liegen. Chill noch ein wenig. Mach vielleicht nochmal die Augen zu, keine Ahnung. Und dann, ja, melde ich mich später, wenn ich dann ready bin, um aufzustehen. So, warte, ich zeig's euch jetzt nochmal, wie das gefroren ist. Boah, selbst der Matsch oder der Schlamm hier, der ist steinhart. Hier. Das war ja gestern hier alles Fluss und hat sich bewegt. Das schmilzt jetzt hier langsam wieder. Ich habe es auch vorhin schon brechen gehört wieder. Da vorne, da ist es flüssig. Und dann hier ist alles gefroren. Das ist schon krass, ey. Also es wird halt wahrscheinlich nur eine dünne Schicht oben drauf sein. Aber trotzdem, das ist mal einfach so über Nacht passiert. Oh, ist das schön hier, ey. Und jetzt kann man hier auch wunderbar laufen, ohne die ganze Zeit einzusinken. Weil das hier noch so richtig steinhart ist. Ach ja, boah, guck dir das mal an hier. Sieht doch wunderschön aus. Ach, ich werde diesen Ort auf jeden Fall vermissen. Also das war jetzt wirklich bisher mein Favoritenort, wo ich so war. Zum Pennen oder auch so zum Chillen in den Rockies. Also das ist der Wahnsinn hier. Guck dir das mal an. Ich glaube, das ist im Sommer ist hier wahrscheinlich Wasser. Ich kann hier einfach easy drauf laufen. Guckt euch das mal an, wie dick das hier ist. Oh, wie das aussieht. Ich weiß noch nicht, wie weit ich vor kann, Alter. Ich habe Angst, dass das dann hier einbricht. Guck mal, da ist ein Stein. Da geht es ja richtig tief runter. Oh, ist das schön. Aber ich muss jetzt auch mal weiterziehen. Guckt euch das mal an hier. Man sieht hier richtig die Struktur von dem Eis so. Ach ja. Boah, und da so die Eiskristalle, warte mal. Ist schon ziemlich geil. Ach ja. Ach krass. Okay, ich glaube hier, da ist aber so eine Scholle abgebrochen hier. Boah, guck mal, wie dick das ist hier. Das ist genau zweimal meine Handfläche von der Länge. Oha. Das ist schon geil. Ach ja. Oh, das war kalt. Holy shit. Hier bin ich gerade, hier ist Nordic, wo ich vielleicht das mit der Wäsche auschecken kann, aber ich denke es nicht, aber egal. Ich werde da auf jeden Fall tanken, weil das ist eine Tankstelle. Und kann ja mal nachfragen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann hier diese Strecke hoch. Und dann hier, Edson. Oder Edson, wie auch immer. Hier gibt es dann Walmart und alles Mögliche. Und halt auch eine Travel Lodge. Habe ich mir jetzt einfach mal rausgesucht, aber auf dem Weg, wenn ich irgendwann mal wieder Internet habe, werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, was da das Billigste ist. Aber Travel Lodge, das war ich ja auch in Salmonarm in einer. Und die war auf jeden Fall recht günstig und das war ja so ein Motel. Und ich denke, das wird wahrscheinlich das sein, was ich brauche. Aber mal gucken. Und dann kann ich morgen von Edson. Guck mal, hier, die Stadt heißt einfach Marlboro. Ist das geil. Ach ja. Dann kann ich von da dann nach Jasper fahren. Dann ist es morgen nicht so ein langes Stück. Ich denke, das passt. Und dann kann ich heute hoffentlich, wenn das Motel klappt und das Internet dort gut ist, kann ich heute endlich alle Videos hochladen. Ich glaube, das sind jetzt, ja, das müssten jetzt, wenn das heutige Video auch noch dazu zählt, 11 Stück sein. Mit dem Drohnenvideo gestern noch. Ja. Boah. Naja, dann ist das auch endlich mal wieder erledigt.
und mal wieder duschen und mal gucken. Vielleicht kann ich dann auch in Edson oder so Klamotten waschen. Ich muss mal schauen. Irgendwo muss ich das auschecken. Naja. So, los geht's. Ich habe mir jetzt ein Zimmer gebucht bei der Travel Lodge in Edson. Ja, ist jetzt doch leider ein bisschen teurer, weil irgendwie gab es ja jetzt nichts so mega billiges. Also es gab eins, das wirklich billig war, aber das hat so schlechte Bewertungen. Und wegen dem Parken irgendwie, scheinbar ist es auch nicht so irgendwie garantiert, dass ich da parken kann. Keine Ahnung, also das deswegen. Ich habe jetzt die Travel Lodge für 100, also mit Steuern glaube ich dann am Ende irgendwie $110 oder so. Ja, aber dafür soll das irgendwie auch richtig geil sein. Also richtig sauber, es soll sogar Frühstück geben. Diesmal, bei meinem alten Ding gab es ja auch Frühstück. Bei meinem ersten Motel, aber irgendwie habe ich das vergessen und die haben mich irgendwie auch nicht drauf angesprochen. Keine Ahnung, also ich hatte am Ende keins. Aber bei dem soll das Frühstück soll gut sein da. Und das WLAN soll strong sein statt da, haben viele Leute gesagt. Also, ich bin gespannt. Jetzt da vorne links kommt jetzt gleich der Highway 40, wo ich dann nachher langfahren muss. Komm schon, bitte. Ja, Edson, da haben wir schon. Geil. Bitte sei nicht geschlossen oder irgendwas, oder? Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus, bisher. Da ist kein Schild. Warte mal, ich fahr mal langsam hier. Nö, sieht doch alles gut aus hier. Ja, yeah, no service. Ja, yeah, ist alles gut. Oh, geil, diese Straße sieht schon so abgefuckt aus. So muss es sein. Das ist der Wahnsinn, Alter. Das hat solche Hochs und Tiefs hier, dieser Roadtrip hier. Und jetzt gerade ist wieder hoch, aber sowas von hoch, Alter. Ach ja. Oh, und dann heute die Nacht in Edson verbringen und dann geht's von Edson morgen nach Jasper. Dann habe ich schön Zeit, mir auch mal dann nochmal die Wasserfälle dort anzugucken und so weiter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey, ist das geil. Okay, jetzt hier rechts. Dann mal schnell tanken. Vielleicht kann ich da nochmal schnell die Toilette besuchen. Und dann geht's ab nach Edson. Welcome to historic Nordic. Oha, 1,23, das ist gar noch voll billig. Und hier ist auch ein Motel. Ach ja, wunderbar. Naja, ah nee, aber ich muss jetzt da ein bisschen Kilometer machen. Ich kann ja jetzt hier nicht schon wieder in den Motel gehen. Wie komme ich zu der Tankstelle? Na gut, da drüben ist auch noch eine. Ja, nehmen wir halt die. Fast Gas. Ach, war das gerade wieder schön gewesen, ey. Der Typ war wieder so nett. Das ist der Wahnsinn. Weil das läuft hier ein bisschen anders. Also das ist manchmal auf solchen übelsten Landtankstellen, da läuft es halt anders, da muss ich reingehen, entweder dann schon im Voraus bezahlen und dann das, was ich zu viel habe, dann nachher wieder irgendwie zurückerstatten oder jetzt halt reingehen, ihm mein Ausweis oder Führerschein da lassen, so als Deposit, dann tanken und dann reingehen und zahlen. Und dann hat er mir das erstmal so schön erklärt, weil ich das natürlich nicht wusste, weil ich nur diese Self-Dinger gewohnt bin. Und er war so nett wieder, das ist der Wahnsinn gewesen. Aber nicht so ein gespieltes nett wie in Vancouver so, sondern ein ganz normales. Er hat sich einfach gefreut, dass wieder hier jemand einen 50er Tank da lässt und noch was zu trinken kauft und einfach so wahrscheinlich wieder mal. So einfach, man kann einfach aus dem Herzen heraus. Richtig echtes, ernst gemeintes nett.
Das war schön. Ach, ich liebe sowas. Ja, jetzt fahre ich hier nochmal kurz ein bisschen rum. Wollte ich mir ein bisschen hier Nordegg angucken, aber irgendwie ist hier gar nichts. Ach ja, und dann geht's ab auf den Highway 40. Unpaved Road. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass so richtig dieses Schild da stand, dass diese Straße unpaved ist. Also, wie sagt man denn da auf Deutsch? Einfach nicht geteert, genau, nicht geteert. Das ist jetzt einfach eine ungeteerte Straße. 183 Kilometer lang ist jetzt einfach nichts. Keine Tankstelle, wahrscheinlich auch kein Service nachher, also kein Empfang. Schlaglöcher wahrscheinlich so mehr als man zählen kann. Ach geil, ich liebe es. So, jetzt hier nochmal eine kleine Stärkung. Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen. Irgendwo bei irgendeinem, keine Ahnung was, eine Pumpe, ich weiß nicht, was das hier ist. Ach, ist das geil. Einfach mal wieder irgendwo rechts abgebogen. Und dann sieht man sowas. Oh, hier ist es auch alles gefroren. Ach ja. Naja, dann esse ich jetzt mal und dann geht's weiter. Befestigter Straße, yeah! Oh, was das für eine Straße war, ey. Das ist der Wahnsinn! Oh Mann, ey! Wie es mich durchgerüttelt hat! Ich glaube, das kommt auf der Kamera nicht rüber, aber das war geil! Eieiei! Es sind immer noch 87 Kilometer. 56 Minuten noch. Aber jetzt ist easy, jetzt ist einfach wieder Asphalt. Boah, das fühlt sich so krass an jetzt, wenn man die ganze Zeit auf dieser Schotterstraße gefahren ist und jetzt auf einmal wieder glatten Asphalt hat. Ich bin gerade an diese Tankstelle gefahren, an so eine kleine, wo Shell dran steht. So, dachte ich halt so, okay, ganz normal. Diesmal wird es wahrscheinlich ganz normal ablaufen mit Tanken. Habe ich aber schon wieder gesehen, okay, das sind schon wieder diese komischen kleinen Automaten, wo man wahrscheinlich nicht zahlen kann. Habe ich mich schon so darauf wieder eingestellt, halt wieder reinzulaufen. Und dann kommt das halt so ein Typ raus. Ich dachte so, okay, vielleicht, keine Ahnung, ein Kunde oder so, ein ganz normaler. Ich steig gerade so aus meinem Auto raus, der fummelt schon an meinem Auto so rum und macht gerade den Tankdeckel auf, guckt mich so an, fragt so, ja, volltanken? Ich so, ja, dann fängt er an, dann tut er das Ding da rein und tankt einfach mein Auto voll. Ich dachte schon so, hey, was ist denn das jetzt hier? Will der jetzt am Ende vielleicht irgendwie Trinkgeld haben oder so? Aber nö, der war einfach, ich weiß nicht, der hat einfach für mich getankt. Und dann haben wir uns einfach angeguckt in der Zeit, das war irgendwie komisch. Ach ja, oh Mann. Aber 1,16, Alter, das ist so billig. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt muss ich nur noch zu meinem Hostel. Das müsste ja eigentlich das hier sein. Aber hier ist kein Schild. Hier steht nirgendwo. Doch, hier, Travel Lodge. Ah, das habe ich vorher nicht gesehen. Sehr gut. Travel Lodge. Okay, 134. Oha! Oha, das ist schick hier, auch mit dieser Chill-Area, weil ich jetzt nur... Ah, jetzt. Oh, ist das geil, Alter. Mit Sofa und so. Oh, 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 oh. Okay. Oh, sehr gut. Oh, das ist doch schön. Boah, das ist ja riesig hier. Was ist denn das hier? Hä? Okay. Okay, krass. Aber ich sehe jetzt hier nichts zum Kochen. Auf den Bildern war aber irgendeine Kochplatte zu sehen. Aber ich kann hier theoretisch schon meinen eigenen Gaskocher bringen, oder? Oder darf man das nicht drin machen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Mikrowelle schon mal. Hier ein bisschen Zeug. Oh, der Kühlschrank ist schick. Oh ja.
Doch, gefällt mir hier. Wunderschön. So. Das lädt jetzt hier alles hoch. Das sind jetzt... Also ich habe jetzt hier jedes Video so gemacht, dass es dann halt immer eins pro Tag hochkommt. Am 22. ist jetzt so gesehen das letzte. Wobei das, was ich jetzt heute hier mache, das will ich dann auch noch heute hier noch schneiden und hochladen. Dann habe ich so gesehen jetzt bis zum 23. März erstmal Sachen. Dann hole ich mir jetzt noch was zu essen. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach Burger. Scheiß drauf. Ich will mal bei Wendy's ausprobieren, weil bei Wendy's war ich, ich glaube erst vielleicht, ich weiß nicht, zweimal. Und dachte mir auch, komm, zur Feier des Tages probiere ich das jetzt mal. Aber ich kann hier nicht kochen. Und ich weiß nicht, ich will das jetzt hier nicht riskieren, mit meiner Kochplatte zu kochen, weil hier steht nicht rauchen und hier ist ein Rauchmelder und am Ende sagen die irgendwie so, ja, darunter zählt aber auch hier mit irgendwelchen Sachen kochen und so und dann muss ich am Ende noch zahlen und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen hole ich mir jetzt einfach Burger, scheiß drauf. So rede ich mir das jetzt schön. Ja, und dann entspanne ich einfach noch in dem geilen Zimmer und dann sieht man sich morgen. Dann geht's morgen weiter nach Jasper, diesmal aber wirklich und dann mal gucken, was ich dann genau mache. Ich denke, ja, Jasper, die ganzen Wasserfälle und dann geht's langsam raus aus den Rockies Richtung Prinz George. Bin mal gespannt, Alter, wie das wird, weil ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass Prinz George gar nicht so geil sein soll. Allgemein, dass es da in diesen nördlichen Regionen dort, dass es da eher so wegen krimineller sein soll und eher nicht so schön und keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich will ja eigentlich eher nur durchfahren und vielleicht mal wieder ein Hostel oder ein Motel gönnen, je nachdem. Deswegen, ja, mal gucken. Also dann, sieht man sich morgen. Gute Nacht.